Vom Jungen, der sich als Delfin verkleidete. Eine Witwe hatte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Einmal fing sie eine Krabbe, gab sie ihrer Tochter und sagte, koch sie. Und wenn dein kleiner Bruder weint, gib ihm nur die kleinen Beine und auf keinen Fall die großen. Dann ging die Mutter weg. Der Kleine weinte sehr und schließlich gab ihm seine Schwester auch die großen Beine zu essen. Als ihre Mutter zurückkam, sah sie nur noch den Rumpf der Krabbe und sie fragte, »Wo sind denn die großen Beine?« Das Mädchen antwortete, »Der Kleine hat ständig geweint und da habe ich ihm alle Füße gegeben.« Die Mutter wurde zornig und als sie wegging, erhob sich der Kleine und weinte ihr nach. Da sagte seine ältere Schwester, »Dein eigener Fehler. Sie ist zornig, weil du die Krabbenbeine ganz gegessen hast.« Doch komm, wir suchen sie. Nachdem sie auf ihre Spur gestoßen waren, folgten sie ihr, lange bis sie Milch, Hühnereier und Körbchen mit Reis, die ihre Mutter ihnen hingestellt hatte, entdeckten. Nach dem Essen verfolgten sie ihre Mutter weiter. Die Mutter lief vor ihnen her und stieß dabei auf einen riesigen Menschen mit Namen Rege Rege. Er hatte den Mund weit geöffnet, und die Mutter ging direkt in ihn hinein. Da verschluckte Rege Rege sie, und nur ihre Haare blieben zwischen den Zähnen hängen. Die beiden Geschwister, die ihrer Mutter gefolgt waren, erblickten Rege Rege, und die Ältere sagte, »Sieh nur diesen Menschen, er hat Mutter verschluckt, ihr Haar ist noch zwischen den Zähnen.« Da kehrten sie um und gingen nach Hause. Das Mädchen sorgte für den Jungen, bis er groß war. Und als ein junger Mann geworden war, ging er los, bis er zu einem Dorf kam. Die Dorfjugend spielte gerade Ball. Der Jüngling beteiligte sich und keiner konnte ihn schlagen. Dann ging er zu einem anderen Dorf. Dort fanden gerade Hahnenkämpfe statt. Der Jüngling hatte seinen Hahn bei sich, einen kleinen Hahn, und als die Leute ihn sahen, spotteten sie und sagten, »Aber nein, der kann doch nicht gewinnen!« Es zeigte sich aber, dass dieser kleine Hahn alle Hähne in dem Dorf tötete, und das hatte zur Folge, dass der Jüngling großen Reichtum gewann. Das Geld trug er aber nicht selbst, sondern entdingte einen Chinesen, der das Geld für ihn nach Hause trug. Eines Tages sagte er zu seiner Schwester, »Geh zum Landherrn und wirb für mich um eine seiner Töchter.« Die Schwester fürchtete sich, aber der Jüngling sagte, »Geh nur.« Da ging sie hin, aber weil sie sich schämte, stellte sie sich etwas abseits. Als der Herrscher das Mädchen sah, befahl er seinen Leuten, es herbeizurufen, und sie warb um eine seiner Töchter für ihren jüngeren Bruder. Da sprach der Herrscher, »Gut, aber erst muss er für mich ein Haus aus Silber bauen.« Die Schwester antwortete, »In Ordnung.« Der Jüngling sprach einen Zauberspruch und das Haus aus Silber war fertig. Jetzt ging er zum Herrscher, doch verkleidete er sich mit der Haut eines Delfins. In dieser Gestalt trat er vor ihn. Dann stellte er sich vor die Treppe zum Haus des Herrschers und der rief seine älteste Tochter und fragte sie, »Willst du ihn heiraten?« Die älteste Prinzessin spuckte aus und sagte, »Es ist undenkbar, dass ich einen Fisch heirate.« Auch die zweite Prinzessin wollte ihn nicht heiraten, und da rief der Herrscher nach der Jüngsten und sagte zu ihr, »Willst du ihn heiraten?« Und die jüngste Prinzessin antwortete, »Ich will.« Der Delfin schlief in der Kammer der jüngsten Prinzessin. Morgens kleidete er sich in die Haut eines Delfins und lag auf dem Boden. Doch in der Nacht zog er die Haut aus und schlief bei seiner Frau. Die beiden älteren Prinzessinnen machten schließlich ein Loch in die Wand zum Zimmer ihrer Schwester, um sie und den Delfin zu beobachten. Als sie aber einen wohlgebauten jungen Mann sahen, staunten sie sehr und wollten auch mit ihm verheiratet sein. So schalten sie mit ihrer Schwester, weil sie das Essen nur in Kokosschalen zurechtmache. Aber der Jüngste sagte, »Schaut nur, das ist so Brauch.« Dann wollten sie den Jüngling heiraten, doch der wollte nicht. Jetzt wurden die Älteren zornig und planten, ihn zu töten.
Sie bereiteten ein Essen für ihn, in das Nadelspitzen gemischt waren. Seine Frau kostete aber von dem Gericht und sagte zu ihrem Mann, »Iss es nicht, in das Essen sind Nadelspitzen gemengt.« Andern Tags machten die beiden älteren Schwestern dann ein Essen, in das sie Gift mischen. Seine Frau kostete aber erst von dem Essen und sagte dann zu ihrem Mann, »Iss es nicht, da ist Gift drin.« Da sprach ihr Ehemann, »Komm, lass uns gehen, sonst töten sie uns noch eines Tages.« Ein Schiff brachte sie zurück nach Hause, wo seine Schwester auf sie wartete. Da fragte der Junge, »Du bist noch nicht verheiratet?« Und sie antwortete, »Nein, ich will nicht. Ich bleibe lieber bei euch.«